Was ist denn hier passiert? Ja, wir trinken jetzt einfach. Nee, das ist um Gottes Willen möglich. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Fehlt doch einer. Auf jeden Fall. Es ist Sommer, guck mal. Wir haben Sommer. Draußen sind 3 Grad plus und wir haben Sommer. Auf jeden Fall gibt es heute eine richtig nice Challenge, bei der wir leckere und echt zum Kotzen irgendwie, also echt eklige Sachen trinken alles müssen. Lecker. Alles lecker. Vielleicht ist euer Geschmack ein bisschen verdreht, aber die Sachen sind alle gut. Sicher? Ja, auf jeden Fall haben wir hier ganz viele Becher. 50 Milliliter. 50 Milliliter. Dann einmal die 200 Milliliter. Einmal die 500 Milliliter. Genau. Und die Zettel werden wir natürlich wieder losen. Das heißt, man weiß nicht, was man vorher bekommt. Und kleiner Tipp, ich glaube, wenn es eklig ist, dann hätte ich gerne lieber das hier. Aber das heißt, man muss immer was trinken. Wenn es eklig ist, hätte ich gerne gar nichts. Wenn es eklig ist, hätte ich gerne gar nichts. Das stimmt. Aber ich glaube ja sowieso nicht mehr. Die Option gibt es leider nicht. Nee, die Option gibt es leider nicht. Ich glaube, ich habe super Bauchschmerzen. Also, ich würde sagen, bevor es losgeht, lasst einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, Papa kann direkt der Erste holen. Ich bin gespannt. Wir können schon mal die Lose machen und dann ziehen wir mal die Lose und dann kann es losgehen. Oh, Papa ist da. Juhu. Dann müssen die Lose ziehen. Nice. Also, Ash hat schon. Seid ihr bereit für die Ekligkeit? Noch nicht ganz bereit. 50 Milliliter das Kleine, oder? Ja, das Kleine ist wichtig. Und ich habe... Ich hab 200. Oh, wollt mich noch alle verarschen, hä? Was gibt's heute? Ich hab vergessen, was zu holen. Oh. Ach nee, ich hab das, aber das ist ein bisschen kleiner. Oh nein. Für den Start habt ihr hier. Geil! Ich hab für. Das ging aber gerade nicht voll. Ja, dann macht ihr immer ein bisschen was, wenn das ist ja auch die erste Runde jetzt. Ich mag keine Cola. Ich nehm Cola. Stopp, da ich am meisten hier habe, mit meinen 500 Millilitern, würde ich sagen, kriege ich auch das meiste von der Cola. Und Mama möchte eh nichts haben, also. Hey, ich bekomme aber auch was, ne? Ja, aber auch nur ein bisschen. Guck mal, was du kriegst hier. Ah, Prost. Ja. So, ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Cola. Oh, hier, guck mal, die letzten Tropfen, die gebe ich dir noch. Und das war jetzt auch schon das Ende von Lecker. Freut euch da dran? Jetzt geht's los. Was gibst du da jetzt? Obwohl, ich weiß nicht. Haut einfach rein. Nee, das mag ich. Nee. Das magst du? Nee. Das mag ich. Oh nein. Naja gut, aber das war nicht so schlimm. Ash, wo ist dein Zettel? 500 Milliliter für Mama. Und? Ash, was macht der? Ich habe... 50 Milliliter für Max. Und dann hat Ash hier die restlichen 200 Milliliter. Aber wir trinken alles, ne? Doch, wir müssen alles trinken. Das ist Sauerkrautsaft. Also zeig ich. Das ist hier Sauerkrautsaft. Wer hat das schon mal getrunken? Mein Ding ist es, glaube ich, nicht. Ich esse so gerne Sauerkraut, aber ich glaube den Saft. Ein Glas voll, bitte. Mama, ich nehme das nicht. Ein ganzes Glas voll. Hau mal hin. Danke sehr. Für Ash. Sehr gesund. Denk einfach, das ist Cola. Junge, Max, mach Nase zu. Max kotzt schon vom Geruch. Nein, es riecht nicht immer. Das schmeckt besser, als es riecht. Wirklich jetzt. Mögt ihr das? Schatz mal rein. Okay, hau rein. Das ist sehr gesund. Ersch, wir trinken jetzt einfach zur Ruhe. Komm. Gänsehaut? Der Gänsehautindikator schlägt voll aus. Alter Schwede. Das passiert nicht oft. War lecker. Ich hab jetzt angenippt. Bah. Ich hab jetzt ein bisschen was getrunken. Können wir nicht wieder irgendwie Fanta oder so haben? Ich kann nicht ganze 200 Milliliter. Ich hab einen Strohhalm haben, geht's besser. Ich hab schon gerade so ein bisschen was getrunken. Nee, es ist um Gottes Willen möglich. Hau rein. Nur so ein bisschen. Und Schnucki, was mit dir ist hier? Pause angesagt. Das ist wirklich lecker. Wie viel hast du jetzt noch da drin? Oh, die Urinprobe wird weniger. Okay. Geht's noch näher ran? Ja, geht. Und da, wie weit sieht's, wie sieht's hier aus? Gleich. Oh, was ist denn hier passiert? Also, ich denke mal, die erste Runde ist vorbei und ich freue mich gerade so, dass ich da nicht mitmache und nur der Kameramann bin. Aber Kameramann freut sich. Es geht weiter. Schreibt mal in die Kommentare, ob Adam und nächstes Mal bei so einem Challenge mitmachen. Da ist überall Zucker drin, ich kann das nicht. So, einmal für Max, einmal für Ash, einmal für mich. Oh, ich hab Angst, ne? Ich hab echt Angst. Und hier kommt wieder. Da! Ich hab 50. Nein! Ich hab wieder. Spaßdrink! Hier, das macht doch Freude, oder? Also, ich darf hier schön. Ach, ich darf das ganz Große nehmen, natürlich. Ich das ganz Kleine. Was ist deine Ehre hier?
Boah, ist das riecht doch mal. Da sind nur 500 Milliliter drin in dem Teil. Gib mir auch. Nehm ich ein bisschen mehr, aber es riecht schon so süß, nicht so ohne, ey. Prost! Prost! Na zdrowie! Zdrowie. Schmeckt das, Leute? Nein. Ja, geht. Zuckerschock, würde ich sagen. Würde nicht sagen, Zucker ist Gift, aber... Was sagt der Gänsehaut-Test? Keine Gänsehaut da, scheint zu schmecken. Leer. Leer. Und? Leer. Leer. Seid ihr bereit für die nächste Dröhnung? Jo. Der Erste muss hier schon mal aufs Klo. Ciao, ciao. So, während Papa dann hier steht. Wir ziehen jetzt schon mal die Lose. Okay, wir ziehen jetzt schon mal die Lose. Aber nicht ihm sagen. Ihr habt es auch, Zuschauer, ihr habt es jetzt nicht gesehen, okay? Was macht ihr da? Nichts, nichts, alles gut. Was hast du denn da? Bring eine neue Runde hier. Was ist denn das? Das ist der Arschklopfer. Du 200. Oh. Er hat mir meinen geklaut. Ey. Was? Kannst du mal bitte sagen, was es ist? So. Fruchtige Pflaume. Leute. Los so, geht's hier. Den, du hattest den. Ihr habt das extra so gemacht. Das ist voll unfair. Ich hätte... Das ist Pflaumen. Das schmeckt besser als du denkst. Wirklich? So, Prost, Mahlzeit. Das schmeckt richtig gut. Was ist denn jetzt? Schmeckt mir das mal besser? Schmeckt richtig gut. Ja, ich kann das, glaube ich. Wieso, zeig mal. Darf man überhaupt so viel trinken? So, halber Liter hier rein noch. Oh mein Gott. Ich Junge, es ist so viel Zucker dabei drin. Hä? Er schon auf 500. Ich muss pipi. Doch, schnell gut. Mäuschen, komm, nimm mal dein riesen Gläschen hier. Das geht sogar. Also es schmeckt halt eben nach... Warte, wenn man Pflaumen ne? mag. Das stimmt, das erinnert mich, also Hustensaft. Ja, dann hau ich den Hustensaft. Da geht's so, Schnucki, du magst ja, das schon ich, mal. Oh, ich, das sieht aus wie so eine Abwaschbrühe, ne? Ja. Bäh. Sieht aus wie Kakao. Aber er schmeckt das scheinbar. Guck mal hier, wie lutscht das noch raus. Oh, lecker. Richtig gesehen. Tomatensaft. Bah. Gemüsesaft. Mit Gemüse. Bah. Tomaten-Gemüsesaft. Hey. Haut rein. So, zieh mal die Lose jetzt. Kommt. Bitte 50, bitte 50. 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 Bitte. Ja, ich hab 50. Ah. Was hat Ash? 200? Ich hab 50. So, Papa. Für mich ist die Challenge gar nicht so schlimm. Ich hab 50. Nein, ich hab 50. Papa, ich hab 50. Ja, dann machst du schon wieder. Guck mal hier, ich hab 50. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Ich hab 50. Alter, wie dick ist der Saft? Das ist das Sirup oder so. Warum? Also was ist jetzt hier? Wer hat jetzt ja, was? Also Ash hatte 200, ich hatte 500 und Mama hatte 50. Nein, ich habe 50. Das heißt, wollen ja auch fair bleiben. Der Kleinste bekommt das Kleinste. Hä, hey, so läuft es hier nicht. Warum ist sie so dick? Für dich? Nee, für Mama. Hä? Ich hab gerade schon gekocht. Okay. Ehrenfrau. Oh. Alle Hashtag Ehrenfrau Marie. Weißt du, ich schmecke immer noch hier die Ehrenfrau. Ehrenfrau. Und jetzt nochmal 200 für Max. Du solltest Barkeeper werden oder so. Wo ist Gänsehaut? Er lügt nicht. Er redet die Wahrheit. Er spricht die Wahrheit. Es. Ohne. Und Mama liebt es. Sie saugt sich das lecker rein hier. Das kippt's überhaupt nicht. Schmeckt sogar nach Sellerie. Und was ist da noch? Sehr lecker. Lecker Sellerie. So, und er schaut sich das jetzt hier, diese kleine Mini-Portion hier. Gesund. Komm, weg damit. Niemals. Oh, Ash, wir machen beide. Hey, übrigens, wer kennt gute Trinksprüche? Ich hab noch nie getrunken. Und die einfachsten wieder dann so Skoll oder so, ne? Prost. Prost. Ich muss zurück. Hilfe. Komm schon. Zurück. Er ist mutig. Er ist mutig. Und jetzt ein Applaus für Max. Und wo ist das Gebirge hier auf dem Arm? Ist weg. Es täuscht dich langsam an, aber das ist echt. Ich hab's geschafft. Du? Das nein, weißt du, was er gemacht hat? Er hat mich schon reingekippt. Ganz heimlich. Hab ich gar nicht. Also so ein Nast gibt's gar nicht, wenn du rein müsstest. So ein Loch, das muss man erstmal graben, wo man dich verbuddeln müsste, weil du ständig schummelst. Alles war nicht so. Hau weg. Kipp das doch einfach weg.
Hau weg das weg Ding. Damit. Also in den Mund weg. Komm, mach die Plätze fertig, los. Ich hab ganz viel, du hast noch wenig. 3, 1, 2, 3. 3, 2, ist los. Also, ich kenne ja Birkenstock, ne? Aber Birkensaft habe ich noch nie gehört. Hier, viel Spaß damit. Wie riecht das? Ich glaube nicht so gut. Das riecht mit Minzgeschmack. Ja, mit Minzgeschmack. Das ist doch gar nicht mal so schlimm. Das ist blau. Was? Oder ist das blauer Birkensaft mit Minzgeschmack? So, das hört sich ja richtig nicht gut an. Ja, 500. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Jetzt? Nein. Ich hab wieder 200. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Nein, ich hatte gerade 500. Ich hab wieder 200. Nee, du hattest gerade 50. Komm, was blau ist, das schmeckt doch gut. So, jetzt füll mal hier die blaue Suppe ein. Echt? Das ist gar nicht blau. Das ist Wasser. Wasser? Wieso Wasser? Ich denke, das ist. Das sind die Russen. Die verkaufen Wasser und schreiben da Birkensaft drauf. Der war teuer. Echt? Das war lecker. Mama, jetzt kann ich nicht mehr. Mama, ich kann wirklich auch nicht mehr. Darf ich kurz Pause rülpsen? Machen? Darf ich rülpsen? Wasser mit Mama, darf ich rülpsen? Mama, darf ich rülpsen? Ja, ne? Nein, natürlich nicht. Mama, darf ich rülpsen? Nein. Nein. Also wenn, dann alle gleichzeitig. Nee. Also es schmeckt halt absolut wie Wasser mit ein bisschen Sirup drin und ein bisschen Minze. Aber mit Betonung auf ein bisschen. Und ein bisschen Wortler mit dabei, ne? So, sind wir fertig? Da fehlt noch ein bisschen was. Und es geht weiter mit Gurkentopf. Er ist schon wieder auf Klo. Also, hier gibt's jetzt Gurkenwasser. Was? Ash ist raus. Wollt ihr mal aufteilen hier? Er ist schon wieder auf Klo. Achso, hier. One, two, oh mein Gott. Three. Und Mann! 500, bitte. Da sind ja nicht mal 500 drin. Ist ja nicht schlimm, das muss jetzt hier ein bisschen gerecht aufgeteilt werden. Ich habe noch nie eine Gurke gegessen. So, jetzt ich mach doch lieber eine Gurke. Ich habe noch nie sowas gegessen. Du hast noch nie eine normale Gewürzgurke gegessen. Ist das was? Da kann man immer noch. Oh, warte, ich mach hier erstmal alles rein. So, da noch ein bisschen. Mach mal deins nochmal her. Ich hab schon. Ja. Das reicht aber, jetzt. Na, was? Ich kann nicht mehr. Hey, und? Guck dir mal rein, was Wasser, ey. Ein paar Kräuter mit da drin. Nein, sowas trinke ich ja nicht. Mama, ich mag Gurken machen. So, guten Appetit. Weg, wollte ich gerade sagen. Er schaut weg hier. Ich mag keine Gurke, Wasser. Ich habe eine Gurke lieber. Okay, also ich würde sagen, Ash ist raus. Wer kann noch weiter? Ich. Ja, mach raus, das hat du machst noch weiter? Mhm. Hast du gewonnen? Der ist hier sichtlich platt. Wir überlassen mal den Sieg. Ich gebe mir du das. Du bist gedauergänsehautet. Ich sehe, das sind leckere Säfte. Oh, das nehme ich. Sagen, der hier ist gesaved. Hey! Da, Granatapfel. So, wie sieht's aus? Geht's jetzt weiter hier? Wir haben Wittenseer Pink Grapefruit. Leute, ich habe schon wieder 500. So, 200. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? 500! Nee, ich kann nicht mehr. 250! Weißt du, kriegst du mal die kleine Packung, ne? Oh Gott. Ja, Prost. So, Mama. Auch nochmal hier ein bisschen, ja. Also das schmeckt jetzt immer gut hier. Ihr seid echt richtig tapfer gewesen mit diesem ganzen anderen Zeug. Pinkelpause! Pinkelpause! Und das ist jetzt hier die letzte Runde. Wir haben hier noch ein bisschen rote Beete-Saft. Aber das ist nur eine kleine Portion. Das gab leider nur eine. Schenken wir dir, Mama. Bitte 50. Nein, ich will das auch noch. Mann, was ist denn das hier? Ich kann es trotzdem nicht trinken. Und erst nur 50, so ein kleines bisschen nur. Und du hast die 200er Grenze wieder mal für dich markiert. Hier für dich der Kleine. Also das ist das Einzige. Für Max der Große. Also rote Beete ist am ekelhaftesten. Am gesündesten wahrscheinlich. Ich hätte gerne einen ordentlichen Schwung davon. Das stinkt schon richtig ekelhaft, ehrlich jetzt. Obwohl ich Nein. In unserem Saft schmeckt das ja gut, aber ich habe jetzt schon Gänsehaut. Mama, ich trinke gerne noch hier Gurkenwasser. Was ist denn da? Ich dachte, es wäre leer. Das kommt auf jeden Fall auch rot wieder raus. Max. Also wenn ich jetzt nicht so voll wäre. Und? Gänsehaut? Nee, Gänsehaut! Wirkt. Gänsehaut und Wirkreiz. Boah. Für Ash auch. Dann schreib mir mal bitte mal, welches Kind es überhaupt mag. Oder Erwachsene. Rote Beete-Saft. Okay, und ich trinke. Das ist ja mal absolut. Ey! Ausgetrunken.
Hier mit Nase zu, genau. Klammer ja, drauf, das geht auch, ne? Das bringt nichts, Mann. Oh, also wenn, Schnucki, wenn du schon sagst hier... Das rote Beet ist nie so mein Ding gewesen. Lass auf jeden Fall mal da noch oben, dann schreibt auch in die Kommentare rein. Mögt ihr zum Beispiel rote Beetesaft? Was fand ihr jetzt hier am ekligsten? Ich würde sagen, lass mal da oben da. Vergesst nicht, den Kanalkostenstapel. Ja, auf jeden Fall. Oder genau, die Cola war best. Die Cola war beste, ne? Genau. Cola ist beste. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal macht Adrian mit. Ja, nur ohne Zucker. Da gibt's keine Zucker. Ansonsten nur über meine Leiche. Ich fühle mich 5 Kilo schwerer, keine Ahnung. Ich auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.